Yo Leute, ich bin's, Comedian Elf. Und ja, ich beschäftige mich zum zweiten Mal mit Dad Vegan Teacher. Unsere beste Freundin im Internet, auf YouTube, TikTok, keine Ahnung, wo sie noch ist. Aber fangen wir an. Look at this beautiful child. What do you think about the idea of banning cruelty, but not words? Does this girl seem to you like she might be naturally intelligent, gorgeous, generous, exemplary, and radiant? She looks like she could be that to me. Man soll also nur Quälerei bannen, aber rassistische, beleidigende und verachtenswerte Wörter sollen nicht gebannt werden? Dad Vegan Teacher, bist du dumm? Das N-Wort eine neue Bedeutung zu verpassen, ist keine Alternative, um Rassismus zu bekämpfen. Es verwirrt die Leute und bestärkt es auch noch. Oh my God. And died trying to be vegan? Oh, I feel terrible. Oh my God, what did he eat? What did he eat that killed him? Was it a banana? A carrot? Was it broccoli? Oh God. Maybe it was dates and figs? Was it soy milk or tofu? Oh my God, he died, eh? And you tried really, really hard to make him eat meat, yeah? Shit. But did you try hard enough? Like, did you take him and just like force him down and just say, man, you gotta eat this dead pig. You gotta eat this bacon to save your life. Did you do that? You know? Did you make him eat a sausage? Did you like shove a chicken wing down his throat? I don't know if you tried hard enough, man. Eine Person ist buchstäblich an Unterernährung gestorben, weil diese Person vegan leben wollte und zu engagiert war. Ein Bekannter wollte dies verhindern, indem die engagierte Person Fleisch zu sich nehmen sollte. Und ich finde die gesamte Reaktion von Dad Vegan Teacher erbärmlich und ekelhaft. Solche Leute wie du sind der Grund, dass Veganismus negativ behaftet ist. Dass Leute genervt davon sind, wenn jemand sagt, ach, diese Veganer sind mal wieder so nervig gewesen. Menschen wie du lassen jede Gruppe schlecht aussehen. Selbst Rechtsradikale könnten noch weiter abrutschen wegen Leute wie dir. Veganphobia is hate speech. Like racism and homophobia, it's discrimination. Would you ever say to somebody, I hate you because of the color of your skin? Of course not. Would you ever say to somebody, I hate you because of your sexual identity? Of course not. You know that racism and homophobia are wrong. So why would you say to somebody, I hate you because you're vegan? I hate you because you're defending animals. I hate you because you care and don't want animals to suffer. That's what you're doing in my comment section and in other vegans' comment sections. It's time to stop being vegan phobic and to start being vegan fantastic. Be an animal defender and defend those who are defending the animals. Be helpful, be kind, and be brave enough to stand up to society. Change this world with us. Be vegan and start now. Dad Vegan Teacher hat ein TikTok, na gut, jetzt ist es auch auf YouTube, ein Video gepostet, wo Veganphobie, die nicht existiert, mit Rassismus, Homophobie und Hate Speech gleichgesetzt hat. Obwohl, Hate Speech kann richtig sein, weil sie keiner leiden kann. Bella ist der Hund von Dad Vegan Teacher und kriegt eine rein vegane Ernährung. Mir ist klar, dass Tiere wie Hunde und Katzen auch komplett vegan leben können. Dennoch wäre das nicht unbedingt das Beste, da sie alle nötigen Nährstoffe, die sie brauchen, jetzt nicht so stark im veganen Hundefutter vertreten sind. Da muss man extra was dazu geben. Das wiederum bedeutet, dass Bella eher ausgepowert bzw. schwach sein kann, keine solide Ausdauer besitzt und einfach keine Energie hat, irgendwas zu unternehmen. Jedenfalls ist das meine persönliche Ansicht. Bella sieht ja auch nicht so aus, als könnte sie jetzt 24/7 hier alles raushauen an Leistung. Dad Vegan Teacher will, dass wir uns alle vegan ernähren. Ich sehe dabei einige Dinge, die daraufhin passieren könnten, was die gute Dame nicht
in Betracht gezogen hat. Wenn wir uns alle vegan ernähren, keine Tiere mehr töten, weil sie krank sind, weil sie alt sind oder einfach um die Fleischindustrie am Laufen zu halten, kann und wird es passieren, dass sich Krankheiten noch schneller verbreiten und dass eine Überpopulation zustande kommen wird. Wenn wir uns alle vegan ernähren, wird die Lebensmittelindustrie allgemein einen Knick in der Wirtschaft riskieren. Zudem wird durch die eben genannte Überpopulation der Lebensraum für Tier und Mensch knapp. Das wiederum hat zur Folge, dass wir entweder einige Tiere oder einige Menschen exekutieren müssen. Und so hart es auch klingt, es wäre mir scheißegal. Dead Vegan Teacher scheint eine verrückte ältere Dame zu sein, die in einem Film so festgefahren ist, dass sie nur noch vegan im Kopf hat. Sie realisiert nicht, dass sie Tieren und Menschen schadet, statt ihnen zu helfen. Fun Fact, sie sagt, dass Fleischesser Rassisten sind. Zu guter Letzt möchte ich etwas erwähnen, was eher negativ ist. Sie vergleicht das Töten von Tieren in Fabriken mit dem Holocaust. Es ist sehr schwierig, denn Anhänger des jüdischen Glaubens wurden von Nationalsozialisten verfolgt, gejagt, gefangen und umgebracht, weil sie eine andere Glaubensrichtung hatten. Tiere hingegen werden umgebracht, um Nahrung aus ihnen zu gewinnen. Zudem kann man aus Tieren Kleidung herstellen. Dies bedeutet, Tiere werden nach dem Tod weiterverwendet. Die Anhänger des jüdischen Glaubens wurden danach nicht für Nahrung oder Kleidung verarbeitet und verwendet. Nachdem sie gestorben sind, hatten sie keinen Nutzen mehr. Tiere haben in den meisten Fällen einen Nutzen nach ihrem Tod. Dead Vegan Teacher, was ist da los mit dir? Bist du dumm?